Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 und wir sind wieder auf der Zilonga, Folge Nummer 3 und der Klaas steht parat, um abgetankt zu werden und jetzt geht's erstmal in den Deutz. Dann fahren wir mal drunter und tanken ab. Die Zilonga, die Map, die auf jeden Fall auch im LS25 erscheinen wird, zocken wir hier ein bisschen an, um ein Gefühl zu kriegen, wie das Ganze denn dann zukünftig aussehen könnte. Ja, hier im LS25, aber hier wird noch gezockt auf dem 22er. Also keine Sorge, ich habe noch nicht den 25er. Er sieht nicht so aus. So, 85, ja, da habe ich das Gefühl, der ist gleich voll. Dann können wir den hier weiterfahren lassen. Jo, und los geht's. Und dann schicken wir den Helfer nochmal eine Runde. Das wird also noch anderthalb Bahnen ungefähr. Und ihn hier fahren wir mal in der Zwischenzeit ab. So. Einmal das Feld runter, dann werden wir mit dem Ladewagen hier auch das ganze Stroh einsammeln für unsere Kühe, für unsere Produktion. Wobei ich bin fast am Überlegen, sollen wir uns vielleicht eine Quaderballenpresse holen? Weil Rundballen hätte ich jetzt eigentlich gar keine Lust drauf. Das erscheint mir alles ein bisschen viel, aber ich denke, eine Quaderballenpresse wäre jetzt auch nicht verkehrt. Machen wir ja jedoch gleich eine Ballenorgie, wäre mit Sicherheit nicht schlecht. Aber jetzt erstmal schauen, dass wir unsere geernteten Früchte ins Silo bringen. Sehr schön. Und dann sind es ja nur noch wenige Tage bis zum LS25. 12. November ist es soweit. Dann werden wir auf einer neuen Version zocken dürfen. Die neue Version mit der neuen Engine von Giants, worauf wir alle so gewartet haben. Und wir dürfen gespannt sein auf Bodendeformation, wir dürfen auf NPCs gespannt sein, auf Third Person. Wir dürfen gespannt sein natürlich auf die neuen Helfer, auf die neuen Tieren, die neue Fruchtsorten und was sonst noch alles im LS22 kommen wird. Lassen wir uns mal überraschen, es sind noch wenige Tage und mit Sicherheit wird noch der eine 25-Second-Short-Video kommen, der uns mit Sicherheit noch über das eine oder andere Interessante aufklären wird und vermutlich wird auch noch eine Map-Review kommen zur Zilonga im LS25. So, hier geht's rein auf unseren Hof und dann das Ganze ins Silo. Und hier links, da steht schon unser John Deere mit dem Ladewagen. Denn ich war schon die erste Runde unterwegs und habe ja Heu geholt. Wir werden aber das Feld halbe Heu und Gras machen. Bietet sich fast an, denn es ist doch größer, als ich dachte. So, müsste jetzt ready sein. Dann fahren wir wieder rüber zum Feld. Und einmal um den Kuhstall herum. Sehr schön. So, dann können wir eigentlich mal checken. Gab es denn schon Miste? Augenblick mal. Ach, jetzt ist auch klar. Kann das sein, dass das hier das Güllebecken ist? Das wird das Güllebecken sein. Okay. Kann es sein, dass wir noch eine Mistplatte setzen müssen? Eieieiei. Lass mich mal kurz schauen. Gülle, Milch, Mist wird hier gar nicht angezeigt. Weil hier nämlich Mist ist im Ding. Das ist das Güllebecken. Okay. Nee, nirgends wird Mist angezeigt hier. Auch nicht vom Stall. Also heißt das, dass der Stall gar keinen Mist als solches produziert, wenn wir kein entsprechendes... Ja, da müssen wir uns jetzt mal Gedanken machen, wie wir das am geschicktesten hinkriegen. Da müssen wir noch ein bisschen was basteln. Eine ordentliche Mistplatte. Dann ist das hier ein Güllebecken. Ist ja interessant. Heieieiei. Okay. So, aber jetzt erstmal wieder rüber. Einmal rums. Oh, ganz, ganz knapp. Ganz, ganz knapp. So, denn wir spielen ja mit Fruchtzerstörung. Ja, der Klaas müsste ja dann langsam jetzt wieder unten sein. Sehe ich ihn da? Na, rechts oben haben wir nichts gesehen.
Doch jetzt Helfer die Arbeit erfolgreich beendet, als hätte ich es schon gespürt. Also, der Klaas ist ready. Ja, hier rechts hat es auch schöne, schöne Wiesen zum Ernten. So, hier geht's rein und dann wieder rüber, denn da vorne, wie gesagt, ist ja ein Graben, den habt ihr ja gesehen, habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt. Also man muss ja schon ein bisschen aufpassen, auf der Zilonga kann ja nicht quer und längs fahren, sondern man muss immer ein bisschen aufpassen, wo auch wirklich Platz ist. So. Ja, das ruckelt aber ganz schön hier. Ja, da habe ich mich jetzt leider geirrt. Falsche Seite. So, das machen wir aber sowieso gleich ein bisschen anders. Einmal einsteigen, einmal Motor an. Dann vorne bereits zusammenklappen. So, sehr schön. Sehr gut, dann räumen wir den auch noch auf. Und dann ab damit zurück zum Hof. Denn im Moment haben wir ja nichts zu ernten. Die nächsten Felder sind erst im nächsten Monat dran. Wobei ich bin mir nicht ganz sicher. Mais sogar noch ein bisschen später, wenn ich weiß. So. Aber ich glaube, wir haben noch ein Feld mit Sonnenblumen. Da müssen wir mal schauen, wann die fällig sind. So. Tja, und dann bin ich ja mal gespannt, auf was ihr alle zockt. Da dürft ihr mir gerne auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auf der Konsole, auf der PlayStation, auf der Xbox oder ob ihr ein PC-Spieler seid. Ich gehe mal schwer davon aus, die Mehrheit wird natürlich den LS auf dem PC zocken, damit sie eben auf in den Genuss der vielen, vielen wunderschönen Mods, die es ja für den LS gibt und die auch in Zukunft mit Sicherheit kommen werden. Denn mit Sicherheit werden viele Mods auch angepasst, auch wenn das eine oder andere jetzt schon im LS 25 damit dabei ist. Und natürlich würde mich auch mal interessieren, ob jemand von euch das Ganze auch auf dem Mac zockt, auf Mac OS. Das wäre auch mal spannend zu erfahren, wer überhaupt den Landwirtschaftssimulator auf seinem Apple-Computer hat, auf seinem MacBook oder iMac. So, wo packen wir den hin? Platz haben wir noch genug. Freie Auswahl sozusagen. Aber den könnten wir erstmal ein bisschen sauber machen, ne? So, dafür haben wir ja extra hier unsere Platte. Unseren Waschplatz. So. Und da bin ich auch mal gespannt, dann im LS25 wird es ja zukünftig hier zwischen den Rillen, hier zwischen im Profil, wird es ja dann auch Dreck haben, Matsch, je nachdem wie eben die Bodenbeschaffenheit ist, zum Beispiel wenn es regnet, wird dann entsprechend Matsch drin sein und da darf man mal gespannt sein, wie sich das dann auswirkt auf die Fahrerei und natürlich auf den Komfort und vor allen Dingen, wie sich das eben dann auch darstellt, wenn man fährt, nicht fährt, ob das Zeug da draus fliegt, durch die Gegend fliegt oder wie auch immer. So, der ist soweit ready. Den können wir jetzt wieder in die Box stellen. So, fahren wir gleich hier ins erste rein. Ja, das müsste doch gehen. Habe ich mir, glaube ich, auch fast die Schmalz, oder sind die alle gleich breit? Die werden, glaube ich, alle gleich breit sein. Hervorragend. Jetzt füllt sich doch hier langsam der Platz mit Leben. So, dann erstmal hier in den Johnny. Motor an. Los geht's. Kommen wir hier überhaupt rum mit dem Teil? Ja, geht. Sehr schön. Und dann werden wir mal die nächste Ladung Heu holen. Also eine Wagenladung habe ich schon weggebracht. Knapp 44.000 Liter passen hier in den Glas rein. Aber wir werden hier auch nicht kleckern, sondern wir wollen schon ein kleines bisschen klotzen. Das heißt deswegen auch hier die großen Maschinen, die größeren Geräte.
Müssen wir mal schauen, was wir dann holen, um auch hier entsprechend in die Aussaat zu gehen. Welche Drille? So, da sind wir, glaube ich, schon. Ja, da oben steht der Z-Tor. Ich habe jetzt noch nicht alles in die Schwart gelegt, weil ich erstmal sehen wollte, wie viel da überhaupt zusammenkommt hier von so einem Grasfeld, das eigentlich ja nicht bearbeitet ist, sondern reine Natur. Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, wir kriegen da mindestens ja, 1,5 Wagen raus. Das ist dann erstmal für den Anfang ganz gut. Motor an, los geht's. So. Ja, 290 PS und der Kollege hat doch ganz schön zu ziehen. Da vorne liegt jetzt noch der Rest. Gras, das werden wir, denke ich, ins Fermentersilo werfen und dann Silage machen. Denn jetzt haben wir schon 11.000 drin. Ja, da kommen wir auf jeden Fall über 60.000 Liter. Das sollte reichen. Da kommen wir auf jeden Fall die ersten 2-3 Monate über die Runden. So, jetzt liegt hier aber im Buschen noch das Material rum. Da müssen wir noch ein wenig aufräumen. Ja, ich bin echt am Überlegen. Ich denke, wir holen am besten doch eine Quaderballenpresse. Und dann machen wir Quaderballen und die lagern wir dann ein, weil das bietet sich dann auch an für den Einstreu mit Ballen zu arbeiten, jetzt wo wir ja wissen, was Sache ist. So, ich glaube, das tut's. 17.000, doch, das ist mehr als ausreichend. Dann können wir anschließend hier noch die Schwart legen für das Gras. Jetzt schauen wir mal. Habe ich da gerade da oben einen Storch gesehen? Jep, da oben rechts ist ein Storch. Dafür ist ja die Zilonka auch bekannt, die Map, dass es hier Störche gibt. Also neben den Raben haben wir jetzt auch hier Störche auf der Map. Da gibt es auch im Dorf einige Storchennester oben auf den Dächern. Und deswegen sieht man auch hier immer mal einen Storch vorbeifliegen. So, hier beim Maisfeld geht's rein. Da muss ich mir auch mal überlegen, ob ich da irgendwie eine Markierung hinmache. Vielleicht eine Flagge oder sowas, damit ich auf jeden Fall weiß, wo sie mal reingeht. Und jetzt fahren wir mal von der anderen Seite rein, weil mir ist nämlich aufgefallen, wir haben Kollision anscheinend mit dem Silo. Und da müssen wir da schon ein bisschen unten durchfahren, glaube ich. Oder mit Abstand einwerfen. So, weil in das Silo können wir natürlich auch Stroh einwerfen. Wir können natürlich auch Gras einwerfen. Ja, ich glaube noch ein bisschen vor. Und dann haben wir das Problem, dann passt es nicht mehr. Schauen wir mal. Ah ja, doch so ist okay. Da kommen wir vorbei. Sehr schön. Also er ist leer. Sehr gut. Dann schauen wir mal kurz rein in die Produktionen. Also Silage, Heu, 61.000. Hervorragend. Dann gucken wir doch mal, was wir im Angebot haben. Oh, Schlepper von Fendt. Und da ist auch witzigerweise ein 6R mit 281 PS im Angebot. Ja, das ist interessant. Ja, da schauen wir mal. So, was haben wir hier? Ein Favorit mit 115 bis 150 PS, manuellen Lastschaltung. Ja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen am Überlegen, ob wir den einen Z-Tor behalten oder nicht. Aber warten wir es ab. Ansonsten gehen wir jetzt mal hier in Richtung Presse.
Balle presse und da will ich gerne Quader pressen. Was haben wir denn da im Angebot? Haben wir denn da hinten irgendwas Interessantes? Nein, Fastbail, da auch nicht von Göwald. Das sind alles Rundballen, auch das sind alles Rundballen. Hier haben wir eine Fendt, 275 PS, 275 PS, die Krone 245. Die hört sich doch gut an, eigentlich die Kuhn. 230, 180, 180 bis 240 Zentimeter, 17 km/h und die braucht aber nur, warum braucht die nur so wenig? Ja, also ich würde doch sagen, dann nehmen wir doch die, wenn die so wenig PS braucht, dann kommen wir da auf jeden Fall mit unserem Deutz gut hin. Hier ist ein bisschen knapp mit 230, der Deutz hat etwas um die 247. Ich denke, mit der Kuhn können wir auch gut arbeiten, oder? Jo, dann nehmen wir doch einfach mal die Kuhn. Ja, sehr schön. Gut. So, dann lass mich mal kurz schauen, wo haben wir denn jetzt... Stimmt, er muss jetzt erst wieder zurück. Und dann fahren wir nämlich mit dem Deutz, werden wir dann das Ganze hier abfahren. So, 466.000. Ja, ich glaube, da haben wir noch genügend, damit wir auf jeden Fall eine ordentliche Drille. Wir brauchen einen Pflug, eine Drille. Wir brauchen was zum Kalken und zum Düngen. Ja, und dann brauchen wir natürlich auch noch eine Spritze. Ja, ich denke, wir werden auf jeden Fall in der Zwischenzeit auch mal ein bisschen was verkaufen müssen. Und wir brauchen ja für die Milch von den Kühen brauchen wir auch noch einen Wagen. Aber bevor wir jetzt hier mit dem Ladewagen die ganzen Dinger hier abfahren, denke ich, sind wir dann doch... Ja, wir brauchen aber für die Ballen natürlich auch noch einen Ballensammelwagen. Ja, da werden wir noch was finden. Keine Sorge, da werden wir mit Sicherheit noch was Interessantes, Gutes finden. Dann können wir mal spaßeshalber kurz in die Preise schauen. Was man denn hier auf der Zilonka auch für seine guten Feldfrüchte bekommt. So, wir haben Weizen. Ja, 500, das heißt hier 17.000 ungefähr. Was kriegt man am besten? Oh, 732. Und was haben wir hier? Natürlich Raps. Da würden wir einen Tausender kriegen, 1.300. Also auch 17.000, 18.000. Also so 40.000 ungefähr. Ja, das ist ungefähr das, was wir im Moment bekommen. Was bekommen wir denn für unsere Milch? Ja, Milch ist aber ordentlich. Das ist ein guter Preis. Okay, alles klar. Sehr schön. Ja, da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Geld verdienen. Jetzt den Anhänger mal zurückbringen, beziehungsweise auch einparken. Und früher oder später müssen wir unbedingt ja auch die BGA zum Laufen bringen. Und das werden wir höchstwahrscheinlich dann machen mit dem Maisfeld, weil da will ich auf jeden Fall häckseln. Aber den Häcksler werden wir uns höchstwahrscheinlich nur mieten. Denn vom Mais her verspreche ich mir dann auf jeden Fall mehr, wenn wir es in die Biogasanlage werfen. So, als wenn wir den verkaufen. Los geht's, mal zum Händler, die Presse holen. Und wie gesagt, ich muss mir ja noch Gedanken machen, wie wir das mit dem Mist machen. Weil jetzt habe ich natürlich überhaupt nicht dran gedacht, dass wir noch eine Mistplatte setzen müssen. Hätte ich jetzt abkürzen können im Prinzip, weil ja das Feld da drüben ist ja gemacht. So. Und hier haben wir es nochmal. Farming Simulator 25 im November am 12. geht's los. So, links kommt noch was. Wie sieht's rechts aus? Ich glaube, da können wir jetzt rausschießen. Da können wir jetzt rausschießen. So, und dann holen wir uns mal die Kuhnpresse. Denn Gras, Heu und so weiter packen wir ja direkt ins
Silo. Während Stroh können wir natürlich gut als Ballen gebrauchen für den Einstreu. Oder als Einstreu. So, dann machen wir das Folgende. Da fahren wir jetzt mal ganz außen rum zu unserem Feld. Und dazu machen wir natürlich die Rodumken-Leuchte an, die wir hoffentlich haben. Ja, hervorragend. So, dann mit Speed 63 km/h fahren wir mal hier die Landstraße entlang an den Feldern vorbei. So, mal das Kärtchen anmachen. Hier über den Teich. Und da links, was ist denn da links? Da ist ja auch eine große, große Produktion. Jetzt weiß ich bloß nicht, welche. Ah, da ist die Mühle, die Getreidemühle. So, was haben wir hier rechts? Ist da der Viehhandel? Das sieht so ein bisschen nach Viehhandel aus. So, nee, das wird die Chipfabrik sein. Die Kartoffelchipfabrik, die Kartoffelfabrik. So, hier einmal Stopp. Und rechts abgebogen. Und da müsste dann jetzt auch unser Feld kommen. Was ist hier links? Ach, der Gesteinsbrecher. Okay. Hier kriegt man also Kalk oder kann seine Steine zu Kalk verarbeiten. So, dann hier mal ausklappen. Muss der ausklappen? Ja, der klappt aus. Und ab die Post. Ach so, stopp mal. Schon wieder vergessen. Klar, natürlich, wieder vergessen. So, Hilfe an. Interaktionsmenüs an, damit wir es auch besser sehen. Ja, was machen wir denn jetzt? Jetzt machen wir 220er Ballen. Was hätten wir gekonnt? 180, 220, 240. Ja, lassen wir mal 220. Ich denke, das ist okay. Denn wie gesagt, wir wollen es ja hauptsächlich verwenden für den Einstreu. Und dann müssen wir nicht ganz so viele Ballen haben. So, Tempomat ist an. Wir können die Blinklichter wieder ausschalten. Und da kommt auch schon der erste Strohballen zum Vorschein. Hervorragend. Ja, das Schöne ist halt einfach mit der Quaderballenpresse, dass man einfach nur fahren muss und das kommt alles automatisch hinten raus, im Gegensatz eben zu der Rundballe, außer man hat natürlich eine Fastbale mit Doppelkammer-Technologie, dann macht das das natürlich auch wieder ein kleines bisschen einfacher. Aber das soll es erstmal wieder mal gewesen sein hier für die Zilonka und den LS22. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zusehen und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da. Würde mich freuen, denn wir werden noch weitere Folgen hier auf der Zilonka produzieren. Bis dahin sage ich wie immer Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.